Und damit ein herzliches Quark und willkommen zu unserem ersten Schritt auf unserem ersten eigenen Planeten hier in No Man's Sky. Wir sind gelandet, sehr heißer Planet. Das sehen wir unter links und da haben wir direkt Trümmerteile. Müssen wir mal schauen. Die Realität scheint sich zusammenzufalten. Im einen Augenblick sehe ich Trümmer, im anderen eine riesige rote Kugel, fast zu groß und zu hell, um sie anzusehen. Sie kennt mich in- und auswendig viel besser, als ich mich jemals selbst kennen könnte. Könnte das etwa das Gesicht der Schöpfung sein? Oder werde ich gerade erwacht und noch benommen manipuliert? Ein Name brennt sich in meinen Verstand ein. Atlas. Und eine Bitte, wortlos geäußert, es soll dem Weg folgen, den dieses Wesen, der Atlas, für mich bereitet hat. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können hier die Führung des Atlas annehmen oder die Führung ablehnen und frei erkunden. So eine richtige Story an sich gibt es, glaube ich, nicht. Muss man sich so selbst erfinden. Aber das ist vollkommen okay. Ich spüre, wie mich das warme Gefühl der Anerkennung erfüllt. Ich war verloren, doch nun wurde ich gefunden. Der Atlas weiß meine Loyalität zu schätzen. Bella. Und so weiter und so fort. So, hier haben wir weitere Trümmer gefunden. Dazu zu erwähnen ist, das Ganze ist nachkommentiert, denn das ist auch die PlayStation 4 Version. Die habe ich bei Dalu 3 Runden aufgenommen, dass ich vor PC-Release auch schon ein bisschen was für euch zeigen kann, ja, dass wir auch ein bisschen vorne mit dabei sind sozusagen und weil ich einfach nicht länger auf das Spiel warten wollte. Hier haben wir die Impulsdüse Tau bekommen, die verbessert einiges an unserer Manövrierfähigkeit. Das sind Upgrades, die wir später noch benutzen können und ja, deswegen habe ich das dort aufgenommen. Er war im gleichen Raum, war selbst irgendwie mit Aufnahmen beschäftigt, deswegen habe ich nur in-game aufgenommen und bequatscht das danach drüber. Wäre sonst ein bisschen unpassend gewesen. Und hier haben wir ein Gag-Amulett bekommen. Ab und zu mal gibt es hier in den Kisten Items, die wir dann später an intergalaktischen Handelsposten, sei es jetzt irgendwie im Weltall oder auf dem Planeten, gibt es solche auch zu finden, verkaufen können, für die wir Währung bekommen. Ja? Units heißt das, steht oben links. Hier müssen wir erstmal bei unserem Multiwerkzeug den Scanner und noch ein weiteres Teil verbessern bzw. reparieren, ist beschädigt. Wie auch unser Raumschiff, die Stabschubdüse und auch der Impulsantrieb sind defekt. Das heißt, da können wir nicht abheben und auch nicht fliegen. Und ja, da sehen wir immer, was wir für brauchen. Hier mit Viereck können wir Sachen herstellen. Und da sehen wir dann, wenn wir drüber habern, was wir dafür benötigen. Planet sehr heiß. Planet heißt noch Roat Ad... Avirva, Roat Atavirva. Okay. Und hier haben wir unseren Mining Laser, können wir einfach abbauen, machen und tun. Hier Zink können wir einfach so mitnehmen, sammeln. Manches kann man sammeln, manches muss man einfach zerstören, um es zu bekommen. Planet an sich nicht nur heiß, sondern auch sehr kahl, sehr trocken. Ja. Wir sehen hier unter dem Namen des Planeten 40,5 Grad Celsius, 1,2% radioaktiv und 12 toxisch, beziehungsweise sind keine Prozent, glaube ich. Ne? Das sind einfach, ich weiß nicht genau, was für ein Wert das ist. Wärmeschutz stabilisiert sich. Das macht unser Raumanzug, den wir ab und zu mal mit Energie bepowern müssen. Aber wir laufen jetzt hier erstmal rum, erkunden den Planet. Hab mich da auch ein bisschen an den... Oh, da wurden wir jetzt schon... Da wurden wir von den Wächterdrohnen angegriffen. Denn die mögen das gar nicht. Und da ist übrigens auch unser erstes Lebewesen, was wir gefunden haben. Denn die mögen es gar nicht, wenn wir hier die Natur so verunstalten. Ja? Weil natürlich die Lebewesen, die hier drauf sind, die haben jetzt nicht so Technik, um den ganzen Planet hier zu zerpflücken. Wir schauen, wo die sind. Da hinten sind sie. Kommen näher. Wir versuchen hier ein bisschen wegzurennen. Können sprinten.
Und jetzt müssten sie gleich... Müssten sie abgehängt sein. Und da Wächtereinheit deaktiviert. Zum Glück. Zum Glück. Hab gerade mal geguckt, aber jetzt ist auch wieder gut. Da kriegen wir noch angezeigt, wo unser Schiff ist. Und hier haben wir noch Eisenvorkommen. Ja, auf jeden Fall ist keine Konsole im Besitz. Sprich, musste mich erstmal so ein bisschen an die Steuerung wieder gewöhnen. Ja, mit dem Zielen und so weiter und so fort. Und wirke vielleicht am Anfang jetzt in der ersten Folge noch ein bisschen unbeholfen ab und an. Aber das wird besser, versprochen. Und wir sind natürlich sehr gehypt auf den PC-Release. Und No Man's Sky... Einfach geil. Einfach geil. Mir genau mein Ding. Ich hab's in der Overwatch-Folge gestern schon angesprochen. Freue mich da riesig drauf. Und ich lerne auch schon in den nächsten beiden Folgen noch einiges, was man machen kann. Und ich habe gesagt, der Planet heißt noch so. Man kann Planeten neue, die man entdeckt, Gegenstände, Pflanzen, Tiere, alles, was man neu entdeckt, kann man umbenennen. Und ich habe es in der Overwatch-Folge gesagt. Hier haben wir jetzt erstmal genug Eisen, um unser Analysevisier zu reparieren. Was wir damit machen können, seht ihr auch gleich. Auf jeden Fall möchte ich, dass wir zusammen uns überlegen, wie wir Sachen benennen. Ja? Was für Namen wir dem Planeten geben, den Tieren geben. Aber halt irgendwas, oder zumindest ich hätte das gerne, dass es irgendwas ist, was in Anführungszeichen Sinn ergibt. Ja? Da sind super, super geile Tierchen. Hat irgendwie was von, ich weiß nicht, so eine Wildkatze mit Flügeln und Hörnern. Sehr, sehr cool. Und genau, das ist unser Analysevisier. Wenn wir da jetzt ranzoomen, zack, analysieren wir. Und da haben wir das neue Tier entdeckt. Steht auch direkt erwachsen, Typ radikal, sehr zurückhaltend und so weiter. Immer so ein paar Infos noch, die man da noch nebenbei bekommt. Und so Frachtabwürfe sind immer echt gut. Weil da kriegen wir Plutonium raus, Items kriegen wir raus. Ein Energiekanister, sehr gut. Ja. Die Wächter sind hier immer drauf bedacht, zu gucken, dass hier auch alles mit rechten Dingen zugeht und der Planet nicht verschändelt wird. Das hatten wir eben schon gelootet, glaube ich. Weshalb wir das nicht mehr tun konnten. Nee. Hier auf jeden Fall auch ein Tier, hätte ich auch scannen können. War nämlich ähnlich, ja, wahrscheinlich die gleiche Rasse, aber eine andere Art, weil das hatte keine Flügel. Eisen nehmen wir mit. Ja, und jetzt erstmal so ein bisschen orientieren, ein bisschen gucken, was steht an. Da unser Gefahrenschutzanzug, ne, muss natürlich hier wieder bepowert werden, nutzen wir den Schildsplitter. Zack, aufgeladen. So muss er. Unser Scanner, da brauchen wir noch ein bisschen Kohlenstoff. Das heißt, wir müssen hier mal so eine Pflanze zerlegen, weil die beinhalten Kohlenstoff. Da ist doch direkt wieder eine. Sehr schön. Langt noch nicht ganz. Aber da vorne sind noch ein paar Pflanzen. Kein Problem, nehmen wir mit. Haben wir Flora. Können wir unser Schild aufladen. Gibt es auch für das Leben. Aber das ist ja aufgeladen. Kohlenstoff. Und da sieht man ein Fragezeichen. Nehmen wir mit, die Pflänzchen. So. Da werden wir noch so ein bisschen gucken, dass ich erkenne, was jetzt genau Kohlenstoff ist. Es war nämlich die Pflanze rechts neben dran. Nicht die mit diesen rötlichen Halmen. Ah, das ist schon okay. Da wäre das erste Höhlensystem. War ich aber ein bisschen unsicher, ob wir da hätten runterspringen sollen. Und die Vögel hätten wir auch scannen können. Das ist halt so, wir nutzen jetzt diese drei Folgen, die ich da aufgenommen habe, um vor PC-Release sozusagen einfach schon mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, einen kleinen Einstieg zu bekommen, damit, wenn es dann auf PC raus ist, wir direkt durchstarten können, direkt loslegen können. Und genau hier können wir jetzt diese Karitplatten herstellen. Ja, einmal Viereck rüber und zack, herstellen. Noch eine können wir herstellen. Und genau, da können wir nämlich, wenn wir jetzt hier unser Lebenserhaltungssystem nochmal aufgeladen haben, wie auch unseren Gefahrenschutzanzug, theoretisch die Startschubdüse unseres Schiffs reparieren.
Ganz genau. Hierfür brauchen wir noch 2 Karitplatten und 200 Heridium. Heridium haben wir noch nicht gesammelt, ist aber was wir sammeln können. Und jetzt fehlt noch ein bisschen Eisen, haben wir 41 von 50. Das sollte aber kein Problem sein. Und genau das, was wir hier sehen, dieser riesige Klotz. Heridium, wie gerufen, wie gerufen. Sticht natürlich raus, man sieht es auch leicht rechts im Hintergrund, wäre nochmal so ein großes Vorkommen gewesen. Lohnt sich abzubauen. Wir sehen hier links, wenn wir den Scanner immer einsetzen, ja, kriegen wir angezeigt, wo welche Rohstoffe sind, wo Sachen sind, die wir vielleicht noch nicht haben, die wir finden oder uns mal anschauen sollten. Und ihr werdet sehr schnell merken, dass wir in den nächsten Folgen dann immer so ein bisschen mehr Verständnis haben, wie wir mit dem Planet interagieren, wie wir mit Dingen interagieren und wie wir uns sozusagen fortbewegen und neue Sachen über den Planeten rausfinden. Am Anfang wirklich so ein bisschen das Spiel verstehen. Ja, ein bisschen verstehen, okay, was muss ich machen? Kann ich upgraden? Wie crafte ich Sachen? Was baue ich wie ab? Wie sehen Sachen aus, die ich abbauen kann? Und so weiter und so fort. Wirklich erst so die ganzen Basics. Und dann lernt man relativ schnell dazu, was man machen muss, worauf es ankommt. Beispielsweise hier überhitzen wir immer sehr schnell. Ja, und wenn wir komplett überhitzt sind, da haben wir auf jeden Fall gerade den Scanner im Hintergrund gehört. Das heißt, wir sind hier erstmal ein bisschen auf Abstand gegangen. Ohne es zu checken, ob wir überhaupt genug Heridium dabei hätten. Aber da, geil. Wenn man sich überlegt, diese 2 Planeten, die wir da gerade gesehen haben, da könnten wir ganz einfach, wenn unser Raumschiff wieder funktioniert, einsteigen, hinfliegen. Genau dorthin. Alles, was wir sehen, kann bereist werden. Wir können überall hin, wo wir wollen. Einfach nur geil. Da habt ihr gesehen, wäre Füttern möglich gewesen. Der rote Punkt hier, wenn wir das Analysevisier auspacken, zeigt, dass wir etwas noch nicht entdeckt haben, ja, bei Tieren. Das heißt, können wir dann auch lernen, und das sind Dinge, die können wir benennen, dann hochladen die Daten sozusagen, die wir gesammelt haben und bekommen dafür dann Punkte und Belohnung. Also, das ist was wir auf jeden Fall zusammen tun sollten. Hier zum Glück, jetzt Nacht, ne, kühlt ein bisschen ab, angenehm. Und hier innen drin haben wir eine Energiequelle, ein Element, das für die Energie genutzt werden kann. Und hier unser Bergbaustrahl leer, können wir auffüllen. Nehmen wir das Plutonium, Kohlenstoff, ballern wir alles rein. Thamium auch noch drauf. So, 100% und jetzt geht's wieder los. Das Gute hierbei ist auch, es wird, wenn ihr beispielsweise zu viel Plutonium gehabt hättet, um den aufzuladen, verballert ihr nicht alles, sondern immer nur das, was gebraucht wird, um den vollständig aufzuladen. Ja. Das ist schon echt gut. Allein vorhin da so gemütlich bei Dalu drüben zu sitzen, ein bisschen mit Dalu zu quatschen und so das Spiel anzutesten und so den ersten Einblick zu kriegen, hat mega viel Spaß gemacht. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ihr alle sehr, sehr gehypt auf No Man's Sky seid, Bock auf das Spiel habt, dass wir wirklich da zusammen was aufbauen. Wurde ja auch schon gesagt, dass Content-Patches kommen werden. Baseball soll möglich sein werden. Und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir einen geilen Planeten finden, könnten wir uns da auch niederlassen und so Sachen. Super, super geil. Freue mich da sehr drauf. Und das Schlimme ist, ich bin dann nach 3 Folgen, habe eine auf den Stick gezogen, bin nach Hause, hier haben wir das Thamium gefunden, bin wieder nach Hause und hätte jetzt aber ganz gerne das Spiel immer noch und würde gerne weiterspielen, aber das geht jetzt gerade nicht. Deswegen, ich hoffe, ich freue mich einfach auf morgen und hoffe, dass wir das Spiel irgendwie bekommen können. Da haben wir noch so einen Flughund, irgendwie, I don't know, Wäsche einer deaktiviert, da sind wir wieder entkommen. Und da haben wir was gescannt. Und die 2 Planeten oben. Sieht einfach nur geil aus. 2 Minuten, da kriegen wir angezeigt, bei der Geschwindigkeit, die wir gerade drauf haben, wie lange wir brauchen würden. Ja, das Kohlenstoff habe ich verballert, denn wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Und hier haben wir wieder Wissen. Einen Wissensstein. Da haben wir das Korvax-Wort für Warnung gelernt. Inventar voll. Müssen wir einmal in unseren Exo-Anzug gehen, gucken, ob wir hier noch den Impulsantrieb mittlerweile machen können. Da brauchen wir noch eine Karitplatte für. Die können wir schon mal machen. Leider fehlt immer noch ein bisschen Heridium.
Haben wir noch nicht genug. Das Gag-Amulett können wir ans Schiff senden. Das kann man auch machen. Hier mit Dreieck kann man Objekte ans Schiff senden. Allerdings muss man direkt am Schiff sein, um Items wieder rausnehmen zu können. Ist hierbei wirklich zu bedenken. Da haben wir einen kompletten Stack Eisen. Ja, 250. Deswegen haben wir den mal weggepackt. Sortieren hier gerade einmal wieder schön das Inventar. Zack. Und... Ah, komm, da packen wir auf den letzten Slot. Ordnung muss ja sein. Und hier haben wir doch zwei Plätze. Ja, unser Multi-Werkzeug hat 5 Slots. Da können wir noch Upgrades draufpacken. Fehlt allerdings ein bisschen dafür. Aber an sich kein Problem. Da kommen wir auch noch hin. Eine faszinierende Perle. Die sieht so aus, als ob wir die für gut Einheiten verkaufen könnten. Und auch gerade, dass es Einheiten hier genannt wird. Dass es keine Währung ist oder so. Sondern wirklich einfach nur Einheiten. Die man bekommt, wenn man Dinge verkauft. Finde ich irgendwie cool. Also, dass es keine spezifische Bezeichnung hat. Es gibt auch unterschiedliche Völker. Ja, es gibt die... Boah, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Wenn ich ehrlich bin. Und will da gar nichts Falsches sagen. Da kommen wir bestimmt auch noch zu. Treffen wir auch noch einige. Aber ihr habt es gerade gesehen bei der Sprache beispielsweise. Bei diesen Wissensschreinen, da vorne ist noch so einer. Genau, da sehen wir jetzt nochmal den Namen einer Rasse. Bei denen ist es so, die können wir lernen, um, wenn wir mit Händlern interagieren, mehr Sachen zu verstehen und besser mit denen verhandeln zu können und auch ein höheres Ansehen bei denen zu haben. Und wir lernen hier das Korvax-Wort für Korvax. Praktisch. Und Korvax ist demnach auch eine... Spezies, eine Rasse, die es hier in diesem Universum gibt. Und von denen verstehen wir jetzt schon zwei Worte. Platin können wir nicht nehmen. Inventar voll. Die Perle können wir auf jeden Fall ans Schiff schicken. Und eigentlich können wir auch unsere Lebenserhaltungssysteme, unser Lebenserhaltungssystem nochmal mit Energie versorgen. Aber das machen wir gleich erst. Sehr praktisch. Iridium brauchen wir ja noch. Da erstmal schön abbauen. Und da bist du klüger gemacht. Nicht gewartet, bis der Bergabbaustrahl überhitzt. Der Bergbaustrahl, sondern kurz davor selbst aufgehört. Und dann konntest du direkt weiterfeuern. Dann sparst du auch ein bisschen Zeit. Du musst ja effektiv sein. Und das gibt gut Iridium. Ja, da haben wir ein bisschen zu lang gewartet. Aber ich muss auch sagen, gerade mit dem Zielen und der Steuerung kam ich relativ schnell dann doch ganz gut zurecht. Da war ein bisschen erst dran gewöhnen, weil man es halt einfach nicht so häufig macht. Und dann ging das schon. Kohlenstoff nehmen wir mit. Aber Inventar ist voll. Schade. Vorhin haben wir nochmal gesehen, hier Iridium vorkommen. Da können wir uns heilen. Und jetzt wird uns da unten rechts gesagt, dass wir unser Raumschiff-Impulsantrieb, dass wir den reparieren können. Wir haben genug Stuff dafür. Und ich glaube, das haben wir auch gleich getan. Platin konnten wir nehmen, hatten wir schon. Schild können wir hier wieder aufladen. Aber selbst wenn der Planet hier so düster ist, ja, ich finde das trotzdem super geil, so einen ganzen Planeten... So einen Planeten nach und nach kennenzulernen einfach. Ist halt ein Spiel, wo viele Angst haben. Und da hatten wir hier irgendeinen Stützpunkt, irgendeinen Außenposten gefunden. Die Yinskam-Wüste haben wir entdeckt. Ist bisher noch unentdeckt. Das heißt, auch hier können wir den Outpost benennen, wie wir wollen. Und da fände ich es beispielsweise cool, wenn wir wirklich einen Planet haben, sagen, okay, cool. Outposts benennen wir auch irgendwie sinnvoll mit Dingen, die hier beispielsweise in der Nähe sind oder was wir hier in der Nähe gefunden haben und keine Ahnung. Wäre geil, wenn wir uns da gemeinsam in den Kommentaren was überlegen könnten. Und an den Dingern können wir speichern. Jetzt wurde auch der Spot von mir entdeckt. Das heißt sozusagen, selbst wenn jetzt jemand herkommt, meins. Meine Entdeckung. Energiekanister nutzen wir hier einfach mal. Iridium haben wir 152, aber da haben wir schon einen ganzen Stack von. Das heißt, wir haben genug und können demnach unseren Impulsantrieb auch reparieren.
Hier brauchen wir Thamium für. Zum Aufladen des Impulsantriebs. Und für die Startschubdüse brauchen wir Plutonium. Aber da haben wir, glaube ich, sogar noch ein bisschen was im Exo-Anzug. Das heißt, Plutonium und Thamium, ja, können wir rüberschicken. War nicht viel. Aber ey, es ist zumindest mal ein Anfang. Und da können wir jetzt, zack, Plutonium. Ja, das ist absolut nicht viel, aber Thamium, das gibt ein bisschen mehr, ist auch seltener. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz und können ein bisschen looten. So, die Abwurfkapsel. Noch einen Energiekanister rausbekommen. Einen Reisemeilestein erreicht. Raumschiff reparieren. Ja, es ist einfach sehr nice. Sehr nice. Wir hätten hier die Lampe, hätten wir noch an- oder ausmachen können. Ja, und hier können wir jetzt einfach theoretisch reingehen, aber da, ne, so viel zu entdecken. So viel zu entdecken. Da lässt man sich ablenken. Da gehen wir da noch hin. Hier haben wir noch ein bisschen Zink, was wir eingesammelt haben. Daneben blinkt mein Handy auf. Die Dinger leuchten. Hab gedacht, oh, könntest du was machen. Hier konnte ich leider auch nichts machen. Ist einfach nur so ein Display. Und was können wir hier machen? Ein Überbrückungschip nötig. Und das Item oder die Form habe ich schon gesehen. Können wir hier herstellen? Was brauchen wir denn dafür? Plutonium 10. Plutonium, da können wir scannen. Und witzigerweise ist direkt hier Plutonium. Das kam dann einfach gerade wie gerufen. So, haben wir einmal einen Überbrückungschip. Wird hergestellt. Das senden wir ans Schiff rüber. Die Perle. Müssen wir ja eh verkaufen. Müssen nicht, aber wollen wir. Und zack, haben wir hier einen Signalscanner aktiviert. Und jetzt können wir hier, ne, Wellenlänge für Unterschlupf, Markierungsaufspürung online. Kennung für lokale Übertragungsstationen online. Signal für koloniale Ausposten online. Wir können auswählen, was der Scanner sozusagen scannen soll. Es können nach Monolith könnte gescannt werden, nach anderen Außenposten, nach anderen Übertragungen, ja, nach Signalen, die wir eventuell vom Planeten selbst empfangen können, oder ob es irgendwo einen Unterschlupf gibt von irgendeiner Alien-Rasse, I don't know. Und wir suchen einfach nach anderen Übertragungssignalen. Und da haben wir in der Ferne ein Signal entdeckt. 5 Minuten entfernt. Hier geht ein Fenster auf. Ah, da kommen wir aber nicht rein, sondern wir müssen außen rumlaufen. Und werden mal schauen, was wir da drin so finden. Ja, die Sentinels, wachsam, stets auf der Hut. Auch sehr cool. Hier drin auch Temperatur, zum Glück stabilisiert sich das. Und hier haben wir eine Enzyklopädie, die können wir lesen. Und dann haben wir das Korvax-Wort für Konvergenz gelernt. Ein schönes Blümchen. Hier noch ein paar Displays, ein paar Monitore. Was ist das für ein Würfel? Ein Gerät. Gesundheit auf Maximum. Okay, daher konnten wir uns voll heilen. Und hier Multiwerkzeug-Technologie analysieren. Neue Technologie entdeckt. Strahlenfokus Sigma. Schnellere Bergbaustrahlprozesse. Nice. Das ist natürlich sehr praktisch. Wollte jetzt hier echt nichts auslassen. Ne? Zum ersten Mal in so einem Außenposten gewesen oder in so einem, in so einer kleinen Station. Da will man halt nichts vergessen. Gucken, ob es da oben was gibt. Da können wir bestimmt landen. Ja, aber nix. Aber das ist okay. So, hier müssen wir wieder einmal hinten rum, um auch dort reinzukommen. Aber bisher super entspannt, super geiles Spiel. Und ich habe da richtig Bock drauf. Erste Hilfe, zack, hier können wir uns voll heilen. Waren wir aber eh noch. Und sonst gibt es hier, glaube ich, nichts. I don't know. Vielleicht hinter dem Tisch oder so? Oder das Ding auf dem Tisch? Nee, das ist fest. Okay. Dann gibt's hier nichts. Aber wir können rausgucken. Das ist gut. Rausgucken ist immer gut.
Und jetzt können wir wieder rausgehen. Das ist sogar noch besser. So, und jetzt, wo ist der nächste Spot? Da ist der Unterschlupf. Ja, und in dem waren wir schon. Und dort ist unser nächster Spot, das Signal, was wir geortet haben. 5 Minuten entfernt. Und da laufen wir einfach mal hin. Und die Blume, habe ich echt gedacht, könnte ich abbauen. Aber das war nicht. Das war nicht. Kohlenstoff nehmen wir mit. Klar, kein Problem. Ich hatte in den Einstellungen gar nicht geguckt, weil nachträglich oder so habe ich gedacht, vielleicht hätte man so ein bisschen das Field of View höher stellen können. Finde ich ein bisschen sehr eingeschränkt, weil man nach unten kaum etwas sieht. Aber das war vollkommen okay, dann da gewinnt man sich sehr schnell dran. Was ist das für eine fette Bobble da? Was ist das? I don't know. Das sieht auf jeden Fall irgendwie nicht so gesund aus. Oh. Da habe ich auf jeden Fall immer noch nicht verstanden, dass auch hier jede Pflanze eigentlich Kohlenstoff gibt. Oder fast jede zumindest. So, da haben wir der Flora für unser Schild. Die sind auf Maximum. Ankunft 4 Minuten nur noch. Wir sprinten hier wieder. Da wird ein bisschen der Boost genutzt. Kleiner Abgrund, da wollen wir natürlich nicht reinfallen. Gibt natürlich auch Fallschaden. So. Und da war, ja, der Controller Pro. Erstmal in die Luft geguckt. War so nicht Ziel der Übung. Dann haben wir der Platin, können wir mitnehmen. Hat man schon aufs Schiff geparkt, das heißt, es nimmt auf jeden Fall auf dem Schiff schon einen Stack ein, können wir immer wieder nachträglich rüberschicken. Und da, zum Glück, haben wir uns hier nochmal nach dem Scan umgedreht, denn da waren noch einiges an Materialien. Eisen war es nicht, das kennen wir schon hier. Das sind die neuen Dinger. Was auch immer das ist. Das ist Titan. Nice. Aber das Inventar ist voll und ich habe trotzdem abgebaut und das somit einfach weggeworfen. Nicht gut. Hätte ich besser anders gelöst. Wird einmal mit Zink aufgefüllt. Lebenserhaltung mit einem Energiekanister. Das heißt, dann war schon direkt wieder ein Slot frei. Hier wollten wir auch das Titan haben und nicht das Eisen. Haben wir abgebaut. Jetzt haben wir es bekommen. Genau 100 Stück. Das heißt, haben wir leider echt einiges liegen lassen. Die kleinen Dinger nehmen wir hier noch mit. Sind auch noch mal ein paar. So, und da sind neue Tierchen. Alter, was kommt dem denn da aus dem Hals? Das sieht extrem verstörend aus. Ein Erylata Latra Ligada. Müssen wir umbenennen. Ja, da habt ihr gesehen, war noch ein roter Punkt drunter. Ich hab's nicht gescannt. Sieht ähnlich aus, ist aber nicht identisch. Das heißt, das hätten wir scannen können. Haben wir aber verrafft. Aber dafür haben wir hier das nächste, was wir noch nicht gescannt haben. Haben wir vorhin aber schon mal so ähnlich gesehen. Ja, und damit würde ich sagen, war's auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bald auch auf PC. No Man's Sky, sehr gehypt. Macht's gut, ciao.